Stefan werden heute Bubenträume wahr beim internationalen Hallenrennen für ferngesteuerte Modellautos. Kleine Buben, aber auch gestandene Männer liefern sich mit ihren Spielzeugen spannende Duelle. Mit dabei ist auch der beste Modellautopilot, den die Schweiz je hat. Der Beitrag von Remo Müller. Er ist zum vierten Mal Schweizer Meister nacheinander und sogar noch Junioren-Europameister. Das hat noch niemand geschafft. Und Patrick Hofer ist gerade mal 20. Nach jedem Rennen wie heute hier am Offroad Race Schäfer muss das Auto neu justiert werden. Modellautofahren ist für ihn nicht nur einfach ein Bubenblausch, sondern sein grosses Hobby und Leidenschaft. Man muss wirklich sich konzentrieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Spielzeug ist oder so, sondern es ist wirklich eine Konzentrationssache. Auch mit dem Technischen. Also man muss wirklich fit sein und auch Fingerspitzengefühl haben. Buben- oder Männertraum, sagt man bei Modellautos. Die zwei Hände gehören aber einer Frau, der einzigen hier. Sie gehören der 26-jährigen Nadia Vorrat. Reingerutscht ist sie aber durch einen Mann. Ich hatte einen Freund, der auch Modellauto gefahren ist, der Rennen gefahren ist. Ich hatte einen Begleiter. Und mit der Zeit ist es einfach ein bisschen langweilig geworden. Und darum habe ich dann auch mal angefangen, ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen mitzufahren. Ja. Und das macht die Begeisterung aus? Es ist einfach lustig, es ist spannend, es gibt eine riesen Abwechslung zum Job und auch vor allem die Leute sind mega gut. Natürlich, für sie, es sind ja auch nur Männer. Wie eben der Beste, der Patrick Hofer, da gerade hochkonzentriert. Es geht um die erste Qualifikation. Es rennen mit viel Action und auch unsicheren Momenten. Aber der Patrick Hofer kann es für sich entscheiden. Nach jedem Race sagt man als Pilot fix und fertig. Ich bin sehr konzentriert, sehr fixiert. Man vergisst eben zum Blinzeln zum Teil. Und ja, es ist schon extrem. Man vergisst zum Blinzeln? Ja, ich vergesse jedes Mal zum Blinzeln. Also, man läuft nachher jedes Mal Tränen durch ab. Das ist Hochkonzentration pur. Es geht aber auch nicht nur um Prestige, sondern um teure Hightech-Fahrzeuge. Bei einer falschen Bewegung sieht es schnell einmal so aus. Patrick Hofer verlangt aber Schweizer Meistertitel nicht. Er möchte höher raus. Er möchte der erste Schweizer Modellautopilot werden, der das beruflich macht. Und für das möchte er in den nächsten paar Jahren auf Amerika auswandern und dort Weltmeister werden. Für Tele Zürich und Stefan, Remo Müller.